schön, dass du heute Abend hier bist, liebe Lina. Wie hast du dich denn auf den Abend vorbereitet, Nina? Das will ich nicht wissen. Hoho! Wir haben ja heute Abend ein lustiges Programm vorbereitet. Ein buntes Potpourri der guten Laune. Das wird sie heute erwarten. Ich war auch dich, Nina. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Toi, toi, toi. Schönen guten Tag. Hallo, mein Name ist Povi. Ich bin Stefan. Ich bin Kleingärtner. Ich bin Tom. Ich bin Erik. Friedeling, komm. Mein Name ist Martin. Sicherheit muss sein. Wir sind Lebungsboys. Und wir sind Erik Lehmann. Auf den Straßen, da draußen, da herrscht Krieg. Wer gewinnt, wer siegt, hat Macht und will Profit. Die Diktatur des Geldes herrscht wie nie und fördert unsere Antipathie. Ich soll noch was sagen, Leute, ich soll noch... Ach, Scheißzeug, wirklich, muss denn das immer hier rumstehen? Die brauchen auch einen Platz, oder? Kleinkunst, habe ich gesagt. Die Begeisterung fürs Kabarett entstand eigentlich eher spontan. Fernseher eingeschalten, Scheibenwischer damals gesehen mit Dieter Hildebrandt. Mich gewundert, warum die Leute lachen und worum es überhaupt geht. Und dachte, das fetzt, das machst du auch. Darf ich das immer machen mit dem? Das ist so schön, das war auch einmal so... Oh, herrlich, Alter. Das ist wunderbar, genau. Wir haben am Anfang nur Straßenmusik gemacht, bis dann die ersten Auftritte kamen, die ersten Bühnenauftritte. Ja, und jetzt mittlerweile spielen wir auf Festivals, in Clubs und auch im Kabarett. Kinderarbeit, Einkaufsschule, Rechnungen und Yoga, Anwaltsteuer, Nagelstudio, Häkelkurs für Toga, Kochen, Putzen, Rasenmähen, am Sonntag mal zur Oma gehen, um 8 Uhr meine Sendung sehen und morgens wieder früh aufstehen. Tack, tick, tack, immer am selben Takt, immer derselbe Rhythmus, immer derselbe Akt. Tick, tack, tick, tack, immer am selben Takt. Immer derselbe Rhythmus, immer derselbe Akt. Am Anfang haben wir ganz viel Straßenmusik gemacht, zu dritt, akustisch. Unser Stil siedelt sich irgendwo an zwischen Pop, Ska, Balkan, Liedermaching und auch Rock. Und es hat sich dahin entwickelt, dass wir jetzt zu fünft sind und nicht mehr nur akustisch spielen, sondern mit Schlagzeug und quasi eine Big Band-Besetzung haben. Die Bumsboys, die habe ich getroffen auf der Straße, die habe ich von der Straße geholt, wenn man so will. Die waren auf dem Dixieland Festival in Dresden, ich glaube das war 2009. Als das Konzert zu Ende war, ist er dann bei uns geblieben und wollte auch nicht weggehen. Ich habe immer gedacht, wer ist er und was macht er? Das so, war so voller Leben, das flirrte irgendwie und da dachte ich, das ist eine Farbe, die muss unbedingt mit auf die Kabarettbühne hoch. Ich wusste nicht, ob er vielleicht auch mentale Probleme hatte, man wusste es nicht genau. Was heißt denn hier, das sieht so doof aus? So sehe ich nun mal aus. Ich bin Bauleiter und kein Ornitholog. Ja. Soll ich die Fischel doch woanders brüten? Überhaupt im Januar, Ende Januar, wer brütet? Das muss der Eiswurm sein. Oder? Ein Schwarzer gehört nicht ins Erzgebirge. Ich danke dem einen NSU-Mitglied für den Applaus. Schatzi, das Einzige, was den Rentner noch vom Schwein unterscheidet, ist, dass du wegen der strengen Regelung bei der Sterbehilfe noch nicht notschlachten darfst. Dann kennen Sie Plauen, ist ja bekannt, Plauen. Ob Sie Plauen kennen? Kinder, dass man da dreimal fragen muss. Ne? Kennt ihr Plauen? Ja, weil ihr das Programm schon kennt, ne? Ist klar. Ne? So. Das ist ja Figurenkabarett. Figuren stehen also auf der Bühne, erzählen ihre Geschichten, ihre Privatprobleme. Und aus dem Privaten entwickelt sich dann sozusagen das Politische. Diese Heimleitung, Leute, die Heimleitung, das sind Verbrecher. Ich sag's, wie es ist. Weißt du? Die kümmern sich um nichts, aber organisieren griechische Wochen im Pflegeheim. Naja, unsere Oma, die hat geschimpft. Ne? Hat gesagt, kann doch wohl nicht wahr sein. Erst kürzen sie uns die Rente, damit diese Tzatziki-Zutzler sich da unten die Taschen vollhauen können. Jetzt sollen wir auch noch den ihren Griechenfraß hinterwürgen, oder was? Nee, als sie dann wieder eingefangen und ruhig gespritzt hatten, da hängt sie jetzt am Tropf, wird sie künstlich ernährt, kriegt sie Gyros intravenös. Erik Lehmann macht halt politisches Kabarett in Form von Schauspiel. Und die Bumsboys verpacken ihre Kunst halt in Musik. Und das ist, glaube ich, auch gerade das Spannende, was es dieses Projekt, dieses Kabarocktical irgendwie ausmacht. Dass quasi Rockmusik, Popmusik, was auch immer, welche Genres da noch mit einfließen, auf Kabarett trifft. Und dieser krasse Wechsel zwischen diesen beiden Sachen macht das Ganze so,
so außergewöhnlich letztendlich. Und das ist sozusagen unsere Grundlage und daraus entstand jetzt unser gemeinsames Projekt mit dem schönen Titel Größenwahn. Ich zieh den Stecker, ich cutte die Leitung, heute bist du meine Begleitung. Bist du mit dabei, einen Tag nur für uns zwei? Ich zieh den Stecker, ich cutte die Leitung, heute bist du meine Begleitung. Das geht mir um alles. Boah, alles. Boah, Tim.